So, hallo liebe Freunde, nach der ja, schlechten Runde gestern machen wir heute wieder ein bisschen Rocket League. Wir müssen uns wieder hochspielen. Wir haben ja gestern eigentlich im Großen und Ganzen mehr gewonnen als verloren. Aber wir müssen trotzdem ja ein bisschen wieder weiterspielen und vor allem mal wieder ein bisschen ruhiger werden. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Hat mich zwar weggeboxt, aber sind wir konzentriert geblieben und haben es trotzdem noch gemacht. Ah, da wären auch andere da gewesen zum Versenken. Sehr schön. So, ich versuche mal heute ein bisschen konzentriert zu spielen und wenig zu quatschen und mich dadurch auch wenig aufzuregen. Oh shit. Oh, schade. Ist er noch angekommen. Ja, bin nicht da zum Abluchsen. Oh lol, macht den selber. Nice. Er hat er schön reingedrückt. Muss man einfach mal sagen. Mit seinem Arsch. Hat ihn nach hinten gelenkt. Ich glaube, der Gegner ist noch dran gekommen, sonst wäre er nicht da hinten nach hinten gerutscht. Aber er ist stehen geblieben, eiskalt hinter dem Ball. Frech. Wieder Pups gesammelt. Ach. Wieder eine mir entgegenfährt. Huch! Und da hat mein Handy kurz geklingelt. Ich hoffe, das war jetzt nichts Wichtiges. Oh Gott! Uiuiui, da steht keiner hinten richtig. Hier mal rauskicken. Der kommt. Kommt der vom Tor runter? Nee, war zu kräftig zur Seite gelenkt. Ah, verdammt. Ich dachte nicht, dass er den nimmt. Und der ist drin. Wäre mein Job gewesen, hinten zu bleiben. Bin ich auf jemanden über den Mann drüber gesprungen. Richtig schlicht. Und dann haben sie direkt davon profitiert. Schade. Nein, nicht wieder vor vorn. Haben wir gerade schon gemerkt, dass das nicht funktioniert oder dass man es nicht tun sollte. Schön geklärt. Schön weit. Und dann sogar noch ein Schuss Tor gekriegt. Oh shit. Ich glaube, da habe ich mit einem eigenen rausgekickt. Oder was der Gegner? Keine Ahnung. Hier wieder ins Tor stellen. Defensiv. Bin gerade hochkonzentriert. Uiuiui, der war ganz schön knapp. Ich geh mal wieder zurück, wenn beide jetzt hier vorne sind. Genau aus dem Grund.
Die Vorlage! Das. Ah! Und er lässt den Ball einfach liegen. Und ich habe nicht mehr rechtzeitig reagieren können. Uiuiui. Uiuiuiui. Alles ganz schön knapp hier. Oh, wir sind alle vorne. Wir sind alle vorne. Ganz schlecht, ganz schlecht. Hier vorne liegen. Ah, oh, wobei. Anscheinend machen sie es dann. Wenn ich nicht mehr mitspiele, dann machen sie es vorne rein, weißt du? Egal. Lol, wie viele Punkte ich habe im Vergleich zu den anderen beiden? The fuck? Nein, kickt mich doch nicht alle rum. Oh, ich wollte den schön dann nochmal im Schubs geben, den Ball, dass der schön wegfliegt vor dem Gegner. Und dann wäre ich gedreht. Oh, frech. Ah, oh, den hab ich schlecht erwischt. Gar nicht sinnvoll geklärt. Oh Gott! Er macht den Anflug von der Seite. Eiskalt. Aber wir haben gewonnen. Sehr gut. Ich habe keine MVP gekriegt, obwohl ich nur ein Tor geschossen habe und der andere zwei. Ja, nice. Warden. 3 Saves. So, auf geht's. Runde Nummer 2. Die gerade lief ja eigentlich ganz okay. Vielleicht merkt man auch, dass ich heute ein bisschen fitter bin. Gestern war es echt relativ spät, wo ich aufgenommen habe. Und da war ich schon ziemlich müde. Jetzt habe ich gerade jede Menge Mate-Intus, weil ich von Arbeit gekommen bin. Und es ist gerade mal kurz nach 7. Oh nein. Aber ich fange trotzdem an mit den Fehlern. Ich fange trotzdem an mit den Fehlern. Ich übernehme mich. Ach. Den habe ich nur kurz angetippt, dass der Gegner ihn nicht trifft. Im Idealfall. Ah, verdammt. Den habe ich zu weit. Was macht er denn da? Warum spielt er den zu uns? Ich glaube, es soll ein Passspiel werden. Oder sollte ein Passspiel sein. Oh, jetzt bin ich wieder im normalen 3 gegen 3. Nicht mehr im Solo-Standard. Ah, durch den Dash nach vorne zerstört er mich. Eiskalt. Dann haben wir auch gerade den Boost gesnackt. Ein bisschen flacher. Ein bisschen flacher wäre wichtig gewesen. Oh. Gut, da ging es Seite weg. Ich wusste nicht, dass jemand ankommt, sonst hätte ich den natürlich nicht gemacht da gerade. Ich habe den nämlich blöd zur Seite weg gemacht. Das wird theoretisch mein Ball. Oh, dann kriege ich ihn halt weg. Mir auch egal. Auch eine Art von Verteidigung, einfach den Gegner vom Ball wegkicken. Den habe ich irgendwie nicht gut seitlich machen können, habe ich genau auf den Gegner gespielt. Warum stehen jetzt einsammeln? Könnte ich ja doch ohne Boost. Egal. Och nee, ich kann das nicht abschätzen, wie der wegfliegt. Ich dachte, der ist viel langsamer. Nix da. Oh nee. Gar nicht meins. Den da oben. Ich muss mal hier hin, ne? Zurück. Diese Halbdistanz irgendwie kann ich nicht. Okay, jetzt hat ja hinten jemand den Torwart zerstört. Hilft nur nix, wenn wir nicht im Angriff sind. Tick zu früh genommen, den Ball. Ja, verdammt.
Flop, flop. Wir spielen nur 2 gegen 3. Lol, what the fuck. Da ist einer direkt disconnected. Bei denen. Wir spielen nur 3 gegen 2 und wir haben hier hart zu kämpfen. Hier, yeah, bitteschön. Geht doch. Zack. Thanks. Da abgeluchst und dann sind sie vorbeigesprungen. Da muss man mit dem Popo mal reinschieben. Oh, jetzt kriege ich Hunger, verdammt. Ich hab Blut geleckt, ich krieg Hunger. Mmh, yummy, yummy. Ach Jungs, komm schon. Ach Gott. Warum ist denn keiner da, um den mal zu nehmen? Das habe ich ja gar nicht verstanden. Ich dachte, mach ich eine schöne Vorlage, dann kommt da einer und luft den rein. Aber irgendwie? Nö. Okay, hätte ich wahrscheinlich dann nehmen müssen jetzt. Bitterer Fehler, bitterer Fehler, da rauszukommen so. Nicht aufs Tor schießen lassen. So. Bewegung, 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 Boost sammeln. Wir sind gerade fast alle hier vorne. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem nicht, wenn man so rumkoppelt dort. Sehr gut. Und plopp. Gewonnen. Also Gottlund joint the match. Ganz am Ende hat er jetzt nochmal gejoint oder was? Das hat echt nachgejoint, wenn es zu Ende war. Nice. Oh, ich bin Challenger 3. Achso, ich bin Challenger 3, genau. Im Normal. So. The Raccoon with no name. Go, go, go. Ja, genau, das gleiche hätte ich auch gemacht. Oder versucht, besser gesagt. Benutzt! Mein Teammate. Oh, whoops. Der hat interessante Varianten dort drauf. Du kannst es auch viel besser erklären, wenn du hier stehst. Ein bisschen angeschwungen werden kannst. Das klingelt bei mir das Telefon. Das ist natürlich nicht so geil. Geht gerade nicht. Kann nicht rangehen. Nein! So. Ich drück dich weg, weil ich nicht mit dir telefonieren will. Ach Mann.
Ich war halt viel zu hoch schon für den Ball. Das fing so gut an gerade wieder. Verdammt. Jetzt wurde meine Konzentration mehrfach gestört durch das Anrufen. Hat ich meine Freundin vorhin eine E-Mail geschrieben, wo ich sie was frage. Wenn ich eine E-Mail schreibe, will ich das nicht jetzt besprechen. Ist doch logisch. Sonst hätte ich sie ja angerufen. Oh Mann. Er geht ran, okay. Komm schon. Ach, schade. Ja, diese Abpraller, ich verstehe es nicht. Was da gerade passiert ist, dass der dort so an der Wand lang rollt, verstehe ich nicht. Tut mir leid. Jetzt ruckelt es auch noch. Krass, wenn man den Sprung von 140 auf 60 FPS merkt, ey. Oder 120 auf 60 FPS. Wir müssen irgendwie mal anders spielen. Verdammt, hab ich mir genau auf die Motorhaube gelegt. Er macht die eiskalte Todesvorlage in die Mitte. Ich habe ihn auf ihn gelegt. Und ihn behindert. Verdammt, jetzt bin ich dran gekommen. Komm schon, Jungs, jetzt treffe ich mich sehr gut. Das fing so gut an. Sehr schön. Jetzt geht es noch wieder in die richtige Richtung hier. Jetzt muss nur noch einer aufs Tor schießen. Ach, das ist jetzt so komisch abrollt, wenn man den von unten trifft. Voll schrecklich. Ach, der geht oben drüber über mich. Komm schon, wer ab? Sehr gut, sehr gut. So, das hat funktioniert. Da kommt nur einer geflogen. Komm schon, geh auf den Boden. Sehr gut. Overtime. Jetzt müssen wir nur endlich mal wieder den Schwung auf unsere Seite kriegen. Oder so. Er springt einfach vorbei. Und der Kuller ins Tor. Kuller, 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 Kuller. Nice. Hat gekämpft und doch gewonnen. Das ist angenehm. Ein ungeschnittenes 3-0. Viel besser als gestern. Viel besser. Ich bin mit mir selber deutlich zufriedener. So, das war's wieder heute mit dem Daily Ranking. Jetzt muss ich meine Freundin mal anrufen, was sie denn mit mir zu besprechen hat nach meiner E-Mail. War eigentlich nämlich nichts Schlimmes. Ging bloß um ihre Meinung zu ein paar Bildern. Ja, also bis morgen, meine Freunde.